Hallöchen, ihr Lieben, zu diesem One-Day-Saving-Video. Ich habe heute eine Menge Tools. Ich fange einfach mal an, ohne jetzt drum herum zu schwafen. Eine neue Sache habe ich hier, und zwar diese Labelkleber für die Flaschen oder Dosen oder was auch immer ihr benutzt beim Painten. Die sind ganz neu in den Shops. Habe ich gesehen, musste ich haben. Habe ich mir jetzt mehrfach bestellt bei den Shops. Ich glaube, 3-4 Mal oder so. Ich weiß es nicht. Kommt noch ein paar Mal. Und zwar haben wir hier die ganzen Nummern in Blau. Wir haben ABC, also bis A bis Z haben wir in Rosa. Die DMC-Nummern sind aufgeführt. Und ja, die ganzen DMC-Nummern sogar in schön bunt. Da haben wir die. Also wenn ihr nach DMC-Nummern ordnet, könnt ihr das so machen. Wenn ihr nach normalen Nummern ordnet, könnt ihr das so machen. Aber ich finde, bis 99 ist ein bisschen wenig, weil ich habe Bilder zum Beispiel, da sind über 200 Farben dabei. Also bis für 200 sollte man schon gehen. Ich hoffe, da wird noch was verändert. Also ich finde super, diese Aufkleber passen top. Sind ein bisschen klein, aber die passen super auf alle Dosen, ne? Auf alles. Sehr, sehr schöne Sache. Finde ich super. Endlich, endlich. Dann habe ich noch einen rosa Stift. Ich habe davon schon einen. Ich finde die so toll, ne? Also die sind echt schön. Und zwar dieser hier. Die sind ganz neu. Das ist kein Harz, also kein... fühlt sich nicht an wie Glas, sondern wie Plastik. Sehr leicht ist der Stift. Und da ist ein Mehrfachsetzer dran und ein Einzelbohrer. Ich habe davon schon zwei andere. Einen in grün und noch einen in rosa. Aber die zeige ich euch in einem anderen Video. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Ich finde die so schön. Und die liegen sehr, sehr leicht in der Hand. Also da kriegt man keine Handschmerzen. Die sind toll. Also die kann ich euch wärmstens empfehlen in allen Farben. Ja, die sind super, super klasse. Wirklich. Damit lässt sich super painten, stundenlang. Dann habe ich noch Silikonformen. Und zwar habe ich die einmal bestellt. Ich habe die jetzt zweimal bekommen. Ich denke mal, da ist das einfach hängen geblieben. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. und zwar möchte ich damit Magnete machen. Kühlschrankmagnete oder Folienmagnete. Ich zeige euch das mal. Da haben wir einen Regenbogen, eine Wolke mit lächelndem Gesicht, ein Cupcake. Und ein schönes Herz mit einem kleinen Herz. Das habe ich zweimal gekriegt. Vielen lieben Dank, One Day Saving. Da werde ich Folienmagnete draus machen. Unter anderem. Freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich... Ich packe mal den Müll weg. Dann habe ich noch diese Form hier geholt. Und danach kommt ein Diamond Painting Bild. Also schaltet nicht ab. Keine Sorge. So, und zwar ist das hier eine Ananasschale. Die wird dann hinterher so aussehen ungefähr. Mit Muster. Ihr seht dieses geriffelte Muster hier. Das wird eine Ananas. Ne, so groß. Mit Deckel. Der dann so richtig reingeht, der Deckel. Das werde ich gießen in den nächsten Tagen. Ich warte nur auf mein Pulver, das kommt jetzt die Tage. Und dann wird das mit so einem Muster sein. Das werde ich dann einstreichen in Schimmern. Und dann werden wir mal sehen, ne? Hier oben ist der Ananasstrauch. Wird bestimmt gut aussehen. Bin ich mal gespannt, ob euch das dann gefällt, ne? Die Silikonformen von One Day Saving sind hochwertig und da gibt es so viele tolle Dinger. Also wenn ihr mit Resin gießt oder sonst was, es gibt ja so viele Arten, auch mit Gips und sowas, dann sind diese Formen echt toll für euch und günstig vor allen Dingen. Da macht ihr ein Schnäppchen. Ja, weiter geht's mit dem Bild, was ich ausgesucht habe. Auch ein ganz, ganz tolles Bild. Ich hatte ja im letzten Video ein Harry Potter Bild, glaube ich. War das im letzten Video oder vorletzten? Ich weiß es nicht. Und dieses Bild hier passt perfekt dazu.
Als erstes mal das Toolkit. Großes Stück Wachs, Metallpinzette, Squishy am Stift, Vierersetzer, der beste Setzer überhaupt. Ein Siebenersetzer ist das, glaube ich. Ja, top. Top, top, top. Und hier in Zipbeuteln verpackt die Steinchen. Und zwar bin ich bei diesem Druck hier, den Huakan-Druck nenne ich ihn mal, sehr begeistert im Moment von den Steinen. Die sind wirklich 1A. Ja, die haben sich so verbessert. So genial. Und die ganzen Shops führen diesen Druck. Also ich liebe es. Ich weiß zwar nicht, warum das Licht hier im Moment mich so ärgern will. So ein bisschen möchte ich die Steine einfangen. Die müsst ihr sehen. Wisst ihr, was ich meine? Da, da seht ihr es. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Steine sind... Boah! Die sind toll. Ja, die sind einfach toll. Guckt euch mal diesen Schliff an, wie schimmernd die aussehen. Also 1A. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal das Bild. Und zwar ist das so. Die Größe ist 40x30 und es ist die Eule. Die Halloween-Eule. Eins der Bilder, die ich zu Halloween in Auswahl stelle, die ich gerne machen wollen würde. Hier ist die Vorschau, mit der ihr mal seht, was ich meine. Ja, das wird ein tolles Bild. Der Druck ist supi. Also kann ich nicht sagen, ich gehe mal hier näher ran. Da seht ihr den Druck. Der ist echt schön, oder? Der Druck ist klar und deutlich zu erkennen. Ihr habt hier die Eulenaugen. Sehr, sehr schön. Ja, gleichmäßige Felder. Die Farben sind 30 Stück. Die MC-Nummern aufgeführt, die Anzahl der Steine aufgeführt. 40x30. Und die Liste ist oben und unten. Ja, mit Vorschaubild unten und oben auch. Absolut schönes Bild. Mir hat es sehr gefallen. Ich musste es unbedingt haben. Und in eckigen Steinen war es zu haben. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich glaube, man konnte sogar auswählen zwischen rund und eckig. Bin ich jetzt gerade nicht sicher. Aber kann sein, dass es so ist. Weil im Moment machen die Shops, also die führen es alle ein, dass man sich rund oder eckig aussuchen kann. Dass man die Größe aussuchen kann. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen habe ich mich auch sehr gefreut über diese Silikonform. Ihr wisst ja, im Moment gieße ich sehr gerne. Und dass ich diese doppelt gekriegt habe, da freue ich mich echt extrem drüber. Und diese Ananasdose wird bestimmt richtig lustig. Also die wird richtig gut. Ne? Also huhu, freue mich. Da werde ich die Tage schön gießen. Ich nehme euch dann mit auf den Kreatives Allerlei-Kanal. Werde ich mit euch zusammen gießen. Beim nächsten Upkitting werde ich mit euch diese Aufkleber benutzen. Dann werden wir mal schauen, wie sich das so macht auf den Dosen, ne? Ja, das war's von mir. Kleines, kurzes, knappes, schönes Video. Und wie gesagt, also diese Stifte wärmstens zu empfehlen. Die wiegen so wenig, damit paintet es sich wirklich sehr entspannt, ne? Definitiv. Ja, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.